Mein Zelt hat Zuwachs bekommen und zwar ist heute Morgen die Anna angereist. Hallo. Hallo. Anna, was willst du hier? Ja, das frage ich mich auch. Nee, ich wollte wandern. Ich wollte einfach ein bisschen Zeit mit dir verbringen und ja, ich finde, das ist eine tolle Sache mit den Trees of Memory und das hat mir schon sehr viel geholfen, obwohl wir uns noch gar nicht persönlich gekannt haben eigentlich. Und dann dachte ich, ich muss da unbedingt mal mitlaufen, ein Stückchen. Und ich hoffe, es wird eine gute Zeit. Das freut mich sehr. Mit dem Laufen hat man ja schon gesehen, das ist jetzt noch nicht so ganz klar, weil ich nämlich erst heute Morgen, beziehungsweise schon heute Morgen, meinen Wanderwagen habe wegbringen können. Tatsächlich ist mein Ersatzteil gestern gekommen, heute ist es in Reparatur gegangen und der Kerl meinte, er versucht es wirklich, dass es heute noch fertig bringt, kann es aber nicht hundertprozentig versprechen. Aber ich bin guter Dinge, dass wir morgen dann auch tatsächlich wenigstens einen Tag laufen können. Ja, und so lange machen wir es uns jetzt gemütlich hier in Bad Kissingen, weil Anna kennt Bad Kissingen auch nicht. Gerade eben rappelte das Telefon und der Fahrradladen war es und ich nahm freudig erregt das Gespräch an und was weniger freudig erregt aufgehört hat, der kann die Achse nicht rausziehen. Er kriegt sie nicht raus und braucht jetzt ein Spezialwerkzeug und jetzt will er versuchen mit seinem Chef zu reden, dass der quasi den Wagen auf den Anhänger nimmt und sie dann zu einer befreundeten Motorradwerkstatt fahren, in der Hoffnung, dass die das entsprechende Werkzeug haben und das rausziehen können. Da will der sich jetzt bemühen. Das heißt, heute wird der Wagen nicht fertig und ob das morgen dann schon der Fall sein wird, ist jetzt auch die Frage. Es bleibt also weiterhin spannend und jetzt gilt mal Daumen drücken, dass jemand eben dieses Austreibwerkzeug hat, was auch immer das irgendwie ist. Ja, das braucht's. Echt schwierig. Lädt. Ja. In einem Kneipp-Kurort. Unter anderem. Hier spielt Wasser eine Rolle. Dann kann ich ja jetzt auch schön Wassertreten machen. Ist ja gesund. Ich kann schon nichts tun außer essen.